Hallo zusammen, einen wunderschönen Freitagmorgen wünsche ich euch. Wir sind hier unterwegs auf der Hopfach. Unsere Cosplay-Fahrer bzw. Helfer haben wir alle schon wieder in Betrieb gesetzt und wir kümmern uns jetzt einmal darum, dass wir hier die Kartoffeln nach unten in unser Lager bekommen. Und dann fahren wir mit dem Mats einmal hoch zum Sägewerk und holen da schöne Hackschnitzelchen. Da werden wir dann erstmal gucken, ob wir die auch eventuell in unserem Lager auf dem Hof einlagern können. Aber wenn wir jetzt schon hier sind, dann nehmen wir auch gleich mal unser Dieselfass wieder mit runter. So, das können wir erstmal wegmachen hier. So, komm, rückwärts ran, rückwärts ran. Angekuppelt und los geht's. Ja, wie gesagt, das ist noch so eine Sache, die ich einfach mal gucken möchte, ob wir die Hackschnitzel eben auch in das Silo am Hof einlagern können, weil dann könnte man da so eine Art Zwischendepot machen. Und das ruckelt wieder, das ist ja nicht auszuhalten. Wow. Das sind keine Fehler oder sonst irgendwas oder Call Stacks oder sonst irgendwas. Es ist einfach, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen an den Grafikeinstellungen gespielt und es ist immer noch nicht besser geworden. Also das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, ist eben die Auflösung ein bisschen runterdrehen. Ehrlich gesagt möchte ich das nicht wirklich machen. Ja, müssen wir uns überlegen, was wir da machen. So, auf jeden Fall erstmal mit unserem Plan für heute fortfahren. Ansicht ist es nicht wirklich besser. So. Autosave oder Autosave oder abgekackt? Nee, war doch nur ein Autosave. So, dann stellen wir das hier wieder schön da rein, wo es hingehört. Ups, Entschuldigung. So. Dann einmal die kurz hier reinschmeißen. Dann hoch zum Sägewerk. So, dann machen wir wieder Innenansicht.
Ich glaube, da werde ich nach der Aufnahme mal noch mal in Ruhe ein bisschen mit den Einstellungen spielen. Mal gucken, ob das jetzt wirklich einfach nur viel Speicher frisst oder woran das liegt. Weil bei anderen Karten habe ich eben die Probleme definitiv nicht. Also ich spiele andere Vierfachkarten mit 60 Frames und das ist hier dann doch nicht so schön, aber auch wenn es jetzt ruckelt, ich spiele trotzdem weiter, weil die Karte einfach der Hammer ist. Da führt kein Weg dran vorbei. So ein bisschen gucken, ob die anderen auch alle am Arbeiten sind oder ob einer irgendwo blockiert ist oder nicht mehr fährt oder was auch immer. Es ist ja so, dass der Fendt 39 schön jetzt am Pflügen ist mit dem Helfer. Das funktioniert auch ganz gut. Da hatten wir ja in der letzten Folge ein bisschen selbst gepflügt und jetzt den Rest dann dem Kollegen Helfer überlassen. Ich bin ja immer noch am Überlegen, ob wir uns nicht wirklich eine kleine Sämaschine holen und die nächste Runde mit den Zuckerrüben machen werden. Beziehungsweise eigentlich überlegen muss ich nicht, wir werden das machen. Punkt aus. Das Gute ist, wir haben ja schon Saatgut gekauft, also da müssen wir uns nicht groß Gedanken drum machen. Wir können ja mal gucken, solange der hier auflädt, gucken wir mal in den Shop. Sowas zum Beispiel kann die... Sind das Zucker? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Normalerweise sollte das sein, weil das ist ja nur Kartoffel. Das ist wieder Mais, Sojabohnen, Sonnenblumen. Und so weiter. Also ich weiß, dass die hier auf jeden Fall Zuckerrüben kann. Also ich denke mal, dass das hier ist das Zuckerrüben-Symbol. Aber das haben wir hier nicht dabei. Keine Ahnung. Müssen wir uns überlegen, beziehungsweise muss ich dann mal testen auf meinem Test-Account, bevor wir da eine Fehlentscheidung machen. So, und jetzt fahren wir mit den Hackschnitzelchen wieder runter. Den Berg runter müsste es ja eigentlich wirklich gut laufen. Wenn das jetzt gehen würde mit den Hackschnitzeln einlagern, dann holen wir erstmal alles, was jetzt oben ist, einmal hier runter. Ja, wir brauchen hier nicht mal mehr Gas geben. Die Kiste rollt hier den Berg runter ohne Probleme. Ja.
So. Ich mache hier mal einen ganz kurzen Break. Ich muss mal kurz was gucken. Ich bin gleich wieder da. So, dann gucken wir mal, wie das jetzt ist. Na, ich habe nämlich jetzt mal ein paar Programme im Hintergrund geschlossen, aber nee, es ruckelt nach wie vor. 18 Frames. Ja. Dann muss ich wirklich noch mal mit den Einstellungen spielen, aber dann eben das nach Beendigung der Aufnahme. Ja, hier werden keine Hackschnitzel angenommen. Und hier auch nicht. Gut, dann bringen wir die gleich hoch zum Kompostmaster. Hätte ja klappen können. Rein theoretisch, wenn ich das richtig sehe, müsste uns irgendwie demnächst der John Deere entgegenkommen, weil der ist, ach nee, der ist erst den ersten Hänger mit 91%. Nee, Kommando zurück, der kommt noch nicht. So. Ich will jetzt noch mal kurz was testen. Ich mache mal den hier kurz aus. Na, komm, Autosave, geh vorbei. Das ist interessant. Da schluckt der Helfer wirklich so 6, 7, 8 Frames die Sekunde, also ein richtiger Performance-Killer. So, jetzt nochmal. Jetzt gucken wir mal hier. Jetzt haben wir hier 30 und jetzt mache ich den Helfer an. So, hier kommen wir jetzt 23, 20, 25. Ja, jetzt ist wieder nur hier 21, 20. Ja, solange es so bei 20, 21 sind, geht das ja noch. Dann ruckelt das auch noch nicht so arg. So, jetzt nochmal. Lassen wir den noch schnell drehen und dann machen wir den noch mal aus. Und gucken wir mal, auch hier oben sind es wesentlich mehr. Also irgendwie kapiere ich das Ganze nicht. So, 20 Helfer aus. 26. Gut, dann bleibt der Helfer erstmal aus. Oh, oi, das war jetzt aber knapp. Mann, habe ich mich erschrocken.
Heidewitzka. Nein, das war doch blöd. Ich habe ja hier nur einen Anhänger. Mann. Ja. Gut. Auf jeden Fall bin ich wach. Das kann man nicht anders sagen jetzt. So ein Schock in der Morgenstunde hier. Nee, das läuft jetzt wesentlich besser ohne den Helfer. Tja, dann bleibt der eben erstmal aus. Beziehungsweise, warte mal, wir machen nochmal einen anderen Test. Und zwar, wenn ich den umschalte auf den Standardhelfer. Mal gucken, wie es da aussieht. Da macht er jetzt dann zwar geradeaus, den Rest in der Mitte können wir ja dann selbst nachholen. Aber Hauptsache, der arbeitet erstmal. Geht doch auch wieder in die Knie hier. 21, 20 und es ruckelt wieder. Nee. Nee, nee, nee. Aus. Dann müsste man dasselbe nochmal testen, wie das ist, wenn wir mit Crossplay flügen. Genau, das machen wir jetzt auch mal. Und zwar machen wir das dann von dieser Seite aus. So, das weg. Feldarbeit. Und zwar ist das die, was war das? 95. 3,60 Meter, glaube ich nicht. Ganz machen wir ein bisschen kleiner. Wir machen aktuelle Position. Wir machen kein Vorgewende. Und dann fährst du eben von hier. Und, oh Überraschung, wir haben 25, 24. Ja, kommt doch wieder. Jetzt dachte ich eben, das sah gut aus, aber... mal mehr, mal weniger. Ich verstehe es nicht. Aber auf jeden Fall ist es mit Curseplay besser als mit dem Helfer. Das kann man jetzt schon sagen. So, guck mal, wir sind hier. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn jetzt hier schon? Naja. Das ist ja gar nichts. So, wir sind leer. Dann geht das wieder retour.
Wirklich viel besser ist es auch nicht. So, dann bringen wir den jetzt hier einmal auf das Rübenfeld, dann kann der erstmal weiter Abfahrer spielen. Und wir machen noch einen kleinen Ausflug. Und zwar will ich mal zum Steinbruch noch gucken. So, jetzt müssen wir hier erstmal gucken. Feld 73 vom Feld zum Hof und zurück. Abfahrer manuell den da hier einstellen. Viel Spaß. So, und wir gucken uns den Steinbruch noch an. Bisschen Zeit haben wir noch. Der Steinbruch ist das Ding hier unten. Dann springen wir mal hier hin und machen mal ein bisschen den Turbo an und rennen da mal runter. Ah, wir sind schon da. Schön, 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 schön. So, dann machen wir hier mal langsames Gehen an. Was ist das hier? Machen wir mal F1 an. Das scheint nur irgendwie so zu stehen. Dann haben wir hier Halle auf. Einfach eine Halle. Gut. Na, komm, geh auf. Hallo, Tür. Dankeschön. Ja, gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier Schönes? Teerlager. Teer. Was haben wir hier? Vermutlich auch noch Teerlager. Steinpulver Lager, alles Lager, aber da dampft es irgendwie, da müssen wir mal hingucken, da scheint irgendwas zum Arbeiten zu sein. Grober Sand, das sieht irgendwie nach Dampf aus, was steht hier, ne? Müssen wir, glaube ich, alles mal irgendwie in Ruhe uns begutachten, was denn das alles so ist hier. Asphalt. Teer. Ach, da ist schon mal ein Monitor. Da gucken wir mal, was hier gebaut wird oder gebraut oder wie auch immer. Teerproduktion, Hackschnitzel, Kohle und Diesel. Aha. So. Hier ist auch ein Monitor. Oha. Kies, Teer, Steinpulver, Diesel, Sand, grober Sand und Brennstoffe ergibt Asphalt. Da müsste man sehr viele Sachen machen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, dass wir da irgendwie vielleicht auch einsteigen. Dann gucken wir mal, was haben wir hier Schönes. Abraumflusssand, Treibstoff, Brennstoffe und Wasser. Na, das ist auch so viel. Ein
Das ist die Kiesgrube oder so. Dann haben wir da oben irgendwas. Warte mal, machen wir nochmal den schnellen Renngang an. Damit wir da mal gucken können. Abraum und Treibstoff ergibt grober Sand und Kies. Das wäre doch für den Anfang was Interessantes. Bei Abraum kriegen wir ja irgendwie von da unten. Was haben wir hier? Ja. Geh mal du aus dem Weg. Das ist hier Förderband, Förderband. Upp. Ja. Abraum. Abraum ist das alles, was wir hier unten haben. Was gibt es hier noch Schönes? Ups. Treibstoff ergibt Kohle. Also da müssen wir nur hinliefern und dann macht der. Ist auch nicht schlecht. Aber das Problem ist halt, dass wir im Grunde keinen Treibstoff haben. Da müsste man vielleicht mal... Nee, können wir nicht, machen wir nicht. Nee, aber dann haben wir jetzt mal hier mal so ein bisschen uns umgeguckt. Ich weiß nicht, ist glaube ich im Moment noch nicht wirklich eine Option hier was zu machen. Müssen wir mal gucken, dass wir erstmal ein paar einfachere Industrien finden, die wir vielleicht noch betreiben können. So, aber nichtsdestotrotz sind wir schon wieder am Ende für heute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer der Hinweis, lasst einen Kommentar da, schreibt was, liked das Video, das freut mich dann besonders. Und wenn ihr es noch nicht habt, abonniert auch den Kanal, das ist kostenlos, da müsst ihr nichts für zahlen und es ist eine tolle Bestätigung für mich als Produzent. So, und jetzt steckt der Mats noch im Verkehr, da gucken wir uns noch an. Ja, machen wir in der nächsten Folge. So, dann jetzt aber wirklich tschüss, bis zur zweiten Folge heute. Genau. Bis dahin, macht's gut.